Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück auf meinem wunderbaren Kanal. Mein Name ist Solution, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Going Medieval. Ja, was gibt's zu sagen? Nur mal eine kurze Zusammenfassung für die, die die letzten Folge nicht gesehen haben. Wir haben unsere Verteidigung hier oben jetzt fertig. Nahezu. Hier fehlt noch ein bisschen was, aber das kriegen wir auch noch hin. Wir haben unseren Garten umdekoriert, den ein wenig erweitert und einen Zaun um unseren Graben gezogen. Einfach nur so aus ästhetischen und vielleicht auch aus taktischen Gründen. Das wird sich noch herausstellen, wenn der nächste Angriff kommt. Wir haben dann noch zudem in der Forschung die Schwerter freigeschaltet. Und jetzt geht es dann weiter Richtung Schilde und Rüstungsmacher. Und dann, liebe Freunde, wollen wir unser Schlafgemach umbauen. Das gefällt mir nämlich so nicht, da es ja ein Gemeinschaftsschlafzimmer ist. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, ich würde das gerne umbauen wollen, dass jeder Dorfbewohner oder jeder Siedler seine Schlafkammer hat. 3 auf 3 Felder, hätte ich jetzt gesagt. Das finde ich eigentlich recht ästhetisch und dürfte vom Platz her auch ausreichend sein. So, ich stoppe das Ganze ganz kurz nur. Beziehungsweise, nee, tue ich nicht, komm, wir sind ja Profis. Reiß mir den ganzen Scheiß einfach mal ab. Reiß mir das Ganze bitte einfach mal ab. Und dann bauen wir das ganze Ding neu auf. Naja, ich weiß, nicht genügend Betten. Beim Abreißen sind die immer unwahrscheinlich schnell. Das finde ich grandios. Sehr gut, vielen Dank. So, jetzt mache ich aber kurz Pause, dass ich einfach das mal in Ruhe bauen kann. Einfach nur aus den Gründen, dass jetzt nicht die Zeit voranschreitet. Und die irgendwann schlafen wollen und keine Betten haben. Ich rede schon wieder zu viel, ich weiß. Ich baue jetzt hier mein wunderbares Schlafgemach. Und zwar möchte ich hier einen Platz haben. Da einen Platz, so. Also, wir ziehen es jetzt hier nach hinten. Wir wollen. Hier fängt das Gebäude an. 3 auf 3. 1, 2, 3. Mauer. 1, 2, 3. Mauer. 1, 2, 3. Mauer. Wand. Wand. 1, 2, 3. Wand. Da geht es natürlich hier hinten nicht auf. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Kammern haben wir jetzt. Wenn wir es auf der anderen Seite jetzt noch projizieren, haben wir 8 Kammern schon mal. Das ist nicht schlecht. Da kommt der hier hinten weg. Das sieht doch ganz nice aus. Das sieht doch ganz nice aus. Also gut. Haben wir jetzt hier 3 auf 3. Das heißt, hier wird zugemacht. Falsch. So. So stelle ich mir das Ganze vor. Da haben wir jetzt hier 3 auf 3 Feldern. Hier kommt die Eingangstür hin, gegenüber ein Fenster. Und dann sieht es doch, glaube ich, richtig nice aus. Na? In der Mitte machen wir das Eingang breit quasi. Also wir lassen hier einen Gang, wo die Leute auch reinlaufen können. Dann haben wir hier wieder das Gleiche. Und haben wir jetzt unsere 3 Felder und ziehen die Mauer hier rüber. Da kommt die Eingangstür hin. Und hier. So, ich würde nämlich dann auch sagen, wie gesagt, wenn dann mehrere Dorfbewohner endlich mal da sind, also so stelle ich mir den ganzen Kasten vor. So sieht das Ganze richtig gut aus. Wenn dann mal mehr Dorfbewohner am Start sind, kann man dann gerne hier außen noch eine Treppe hinbauen, nochmal ein Stockwerk oben draufsetzen und dann können die quasi oben das Gleiche einfach nochmal draufsetzen. Na? So sieht es doch recht gut aus. Lassen wir das Ganze laufen, dann könnt ihr das nämlich schon mal bauen. Derzeit setze ich da noch den Boden rein. So. Hier noch ein Boden, dann halt Kalksteinboden hier hin. Dann haben wir hier eine Holztür drin. Und hier jeweils eine Holztür. Das Fenster. Unten. Ne, ich mach's genau falsch. Ne, ich depp. Ich baue hier eine Holztür rein, wo ein Fenster hin soll. Da
gerade schon gedacht, warum das Fenster auf einmal so den Schwung dran hat. Aber da, wo Türen hin sollen, habe ich jetzt Türen hingesetzt, ne? Ja, passt. Okay. Holzfenster natürlich. So. Dann brauchen wir dann Mobiliar. Das hölzerne Holzbett. Oder setze ich das außen? Ne, ich setze das außen, komm. Das dann nochmal weg. Kopieren. So. Das gleiche hier auch. So. Dann ein Dach. Und zwar möchte ich da gerne das Lehmschindeldach. Sieht bestimmt auch nice aus, aber ich habe keine Lehmziegel, ne? 0,75, 0,82. Na, wir nehmen das Weidendach. Das Weidendach gefällt mir immer recht gut. Und setzen das Weidendach noch oben drauf. Baut euer Schlafgemach. Ja, jetzt schlafen sie natürlich eine Nacht auf dem Boden. Na gut, dann ist es so. Hier nochmal die Fackel kopiert. Vorne hin. Ich weiß nicht, ob ich da jemals so eine Fackel reinbauen soll. Nee, ne? Aber hier hinten können wir noch eine setzen. Nicht, dass die Dorfbewohner sich noch verirren und im falschen Schlafzimmer landen. Ja, das ist auch noch so eine Sache, ne? Das hatte ich ja schon mal angesprochen gehabt. Wie das denn ist mit den Dorfbewohnern, dass die quasi Beziehungen eingehen und sich dann auch irgendwann mal vermehren. Wird wahrscheinlich noch kommen. Ich gehe stark davon aus. Wie gesagt, wir befinden uns ja hier in der Early Access. Ich gehe stark davon aus, dass es noch kommen wird. Ja. Ich nehme nochmal einen Schluck aus meiner Tasse. Fantastisch. Okay. Dann dengel den Hobel mal zusammen hier, ne? Die Hütte. Das ist hier auch, mal irgendwann fertig wird, liebe Leute. Wie gesagt, das Weidendach gefällt mir recht gut, in der Holzkombination auch. Das finde ich recht schön. Am Anfang haben wir ja viel mit diesen Strohdächern oder Reetdächern gebaut. Auch cool, keine Frage. Aber ich möchte einfach so ein bisschen rumprobieren und irgendwann auch diese Kalksteinziegel und sowas verwenden. Einfach nur mal schauen, was da so los ist und was da so geht. Ich würde auch gerne noch irgendwann in geraumer Zukunft oder in naher Zukunft, eventuell noch Türme bauen, dass ich quasi so ein bisschen an die Ecken, also zum Beispiel hier und zum Beispiel hier nicht, einen Turm hinsetze, einen Verteidigungsturm quasi. Dass es dann einfach auch so ein bisschen nach, ja, schon so leicht nach Festung aussieht, ne? Ich meine, jetzt sieht es hier einfach nur nach einem gallischen Dorf aus, so ein bisschen. Dass es dann einfach nochmal ein bisschen schickeranter daherkommt. Verstärkte Tür haben wir schon drin. Was sagt die Forschung? Fermentieren, was können wir denn da machen? Essig. Können wir Essig herstellen? Kochen oder einlegen verwenden, ist natürlich auch nicht verkehrt, aber wie gesagt, ist noch nicht relevant. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall der Rüstungsmacher. Schwerter haben wir schon, der Rüstungsmacher und danach die Schilde. Wir brauchen dann noch eine Chronik. Es wäre toll, wenn die jemand schreiben, erforschen könnte. Jawohl, sehr gut. Als ob sie mich gehört haben. Kalkstein liegt immer noch hier rum, liebe Freunde. Ich habe doch gesagt, ihr sollt ihr doch bitte wegtun. Kommen sie wieder nicht hinterher. Habe ich eigentlich hier auf Sommer umgestellt? Ja, habe ich. Aber die haben noch alle Winterkleidung an. Ich brauche unbedingt diese Leinen. Ich brauche Winterkleidung. Ja, Sommerkleidung. Sie ist schon am Machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach da mal ruhig 5 Stück. Dass wir da eine gute Sommerkleidung haben.
schon mal bei den Forschungen schauen. Und zwar haben wir da Schneidern. Ich wollte jetzt gerade bloß schauen, ob es da vielleicht eventuell noch andere Kleidungsstücke gibt, die quasi ein bisschen gegen die Hitze sind, was nicht der Fall ist. So Strohhüte fühle ich auch. Können sie auch mal ein paar machen. 5 Stück. Dass die einfach nicht dann mit den Eisenhelmen im Hochsommer oder bei Hitzewelle rumlaufen müssen. Wir haben ja gesagt, die dürfen alle Kleidung verwenden, die da ist, beziehungsweise hier auf Sommer. Ich finde es immer so doof, dass man das einfach nicht sehen kann, was das Spiel mir da sagen möchte. Kopfbedeck. Kopfbedeckung, okay, da kann ich es ja quasi definieren. Alles klar. Dann macht doch einfach die Fenster größer, dass man das lesen kann, was ihr da reinschreibt. Das wäre doch super. Aber wie gesagt, Early Access, wir wollen uns nicht beschweren. So, wir sind im Sommer angelangt. Finally. Und alle laufen mit Winterkleidung rum. Sehr schön. Perfekt. Na, sonst muss ich zu denen sagen, keine Kleidung, ne? Dann dürfen sie ihr Adamskleid anziehen. Hier wäre eine Sommerkleidung. Schnappt die sich schon jemand? Ah, ich hält. Ich habe hier gar keinen Boden reingezogen, sehe ich gerade. Oh man. Was Blödes, weil hier aufgrund vom Bodentyp, deswegen ist mir das jetzt gerade aufgefallen, ich habe hier gar keinen Boden reingesetzt in die Schneiderei. Das ist mir sehr vorteilhaft. Das Ei. Das geht nicht sowas. So, wir haben jetzt schon 1, 2, 3 Betten stehen. Es wird doch. Und das sieht doch viel besser aus. Wie gesagt, wir bekommen ja dann hier den Boni direkt für Schlafzimmer. Und haben nicht mehr hier dieses Gemeinschaftsschlafzimmer. So hat jeder seine 4 Wände. Finde ich ein bisschen schicker. Also wie gesagt, ich würde euch auch raten, das von Anfang an so zu bauen. 3 auf 3 reicht vollkommen aus. Man hat hier auch noch Platz, irgendwie mal ein Regal oder einen Tisch hinzustellen. Haben wir hier diese Möbelstücke hier noch. Zum Beispiel ein Holzstuhl, mittelgroßer Tisch, großer Tisch. Also da hat man dann Möglichkeiten. Mittelgroß, aber schon mächtig. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte, da gibt es so kleine Ecktische, wo man quasi, ja, die bloß ein Feld groß sind. Einfach so ein kleiner Rundtisch, so ein Nachttisch quasi. Aber da habe ich wieder Mist erzählt. Ja, dann können wir eigentlich mal die Birken ernten. Ein Hagelsturm, natürlich. Im Sommer ein Hagelsturm. Man kennt's. Haut mal hier komplett die Bäume weg. Mechanischen Komponenten. Ne, da brauche ich sogar noch Holz. Okay. Jetzt möchte ich gerade noch mal schauen bei den mechanischen Komponenten. Die werden ja hier hergestellt. Machen wir hier auch noch mal 10 Stück. Und dann macht hier mal 5 von diesen Langschwertern. Wir haben ja 2 Bogenschützen, ne? 6 Bewohner im Ganzen, 2 Bogenschützen, das heißt 4 Stück. Wir brauchen ein Schwert, wir machen jetzt einfach mal 5, da haben wir noch 1 auf Lager. Das ist, glaube ich, ganz schick. Die Dorfbewohner verhungern, natürlich. Was sagt denn unser Nahrungsangebot? Einmal in den Keller geschaut. Kräuter, verdorben, nichts mehr. Alles klar. Dann kümmert euch um die Nahrung. Ja gut, ich meine, dass wir jetzt den Garten halt umgebaut haben, ne, das
ist auch so ein ganz kleiner Rückschlag. Siedler sind verärgert, ja. Es tut mir leid für die Siedler. Hier sind Wölfe. Ich möchte gerade ein bisschen nach Tieren Ausschau halten, die man eventuell sich holen kann. Ein paar Pilze, die könnt ihr euch holen. Mit Wölfen möchte ich mich jetzt ungern anlegen, deswegen nehme ich hier diese. Die Hasen. Die Knochen nehme ich auch mit. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die brauche. Na komm, wir haben genug Knochen. Weil es steht da hier dran, irgendwo. Genau. Info, Baumaterial. Und ein Rohmaterial. Inwiefern man was damit anfangen kann, kann ich echt noch nicht sagen. Habe ich noch nicht so herausgefunden. Und hier ist noch Rotwild. Oh, wieder einer, der flüchtet. Ja, dann. Nee, die möchte ich nicht haben. Ich nicht. Gehen wir hier mal üppig jagen. Tätigkeiten jagen haben wir jetzt hier. Elena hat den Bogen, ist auf 2 und er hat den Bogen, ist auf 2, der Rest nicht jagen. Ihr zwei dürft jagen. So, wie sieht es hier aus? Beenden. Hier können wir nochmal runtergehen. Nicht auf 0. STRG muss ich drücken, nicht Shift. Dann funktioniert das Ganze auch. Gehen wir hier auf die 75, so passt. Okay. Zweige haben wir mehr als genug hier hinten rumfahren. Müsst ihr euch die nur holen. Meinen schönen Holzvorrat. Holz setzt sich auch aufgrund vom Bodentyp, ne? Das ist unglaublich. Also achtet immer, auch wenn ihr draußen lagert und es steht dran aufgrund vom Bodentyp, achtet auf euren Boden. Tipp vom Profi. So. Ne? Es ist unglaublich. Also wir haben hier zumindest mal die Sommerkleidung rumliegen, aber irgendwie wollen unsere Dorfbewohner diese nicht anziehen. Er hat die Sommerkleidung schon an, die anderen alle noch in Winterkleidung, obwohl ich auf Sommer eingestellt habe. Also das funktioniert auch dürftig, finde ich. Und ich habe keine Lust, ständig jeden einzelnen anzuklicken und sage hier, nimm mal und mach mal. Das soll ja eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Haben wir eigentlich vom Entertainment her was anderes außer diesen Backgammon-Tisch? Nicht wirklich, ne? Da ist auch noch nicht viel mehr Content da, also von dem her, das passt soweit. Warum sind die denn unglücklich? Ja, du sollst auch kein rohes Fleisch essen, du kannst es räuchern, du kannst es doch braten. Für immer. Bis Folgendes erreicht ist, ist da alles tutti. Ihr müsst es nur machen. Das kann ich euch nicht abnehmen. Dann schauen wir nochmal beim Kochen. Da fehlen die Brennstoffe, oder? Kann das sein? Hier vorne das Brennstofflager ist leer. Holz und Zweige, ja. Das passt. Holz und Kohle. Heimatsland. Kohle und Zweige. Gott verdammt. Ja. Die Sprachbehinderung wieder kickt. Daniel ist rebellisch. Ach du. Ja, wenn er rohes Fleisch isst, ist doch selber dran schuld. Dafür kann ich doch nichts, Daniel. Genau, spiel ein bisschen Backgammon, das macht den Kopf frei. Ja,
Ansonsten wirst du verbannt, wenn du jetzt hier Ärger machst, Daniel, ganz ehrlich. Kann ich nichts dafür, dass du rohes Fleisch isst. Ich muss dann mal hier kurz schauen, bei der Brauerei. Werkstatt wahrscheinlich, oder? Gibt's hier Brautisch? Nope. Zimmer, Gemeinschaftszimmer, große Halle. Ne, gibt's nicht. Okay. Dann nicht. Die große Halle habe ich auch noch nicht so ganz. Ein Ort für Geschichte und Musik in langen Nächten. Können wir eigentlich auch mal bauen, ne? Aber hat natürlich auch gut Anforderungen, muss man ehrlich sagen. Aber die große Halle ist vielleicht auch noch so ein Thema, die wir bauen könnten. Ist nur noch die Frage, wohin. Platzmäßig sieht es jetzt ein bisschen spärlich aus, da wir uns ja eingegrenzt haben. Na, hier habe ich halt wie gesagt noch so ein bisschen Lehm und Salz. Ich meine, das brauche ich jetzt eigentlich nicht so wirklich, ne? Aber die große Halle wäre auch noch so ein Ding, welche wir bauen könnten. Ich meine, hier hätten wir noch Platz. Müssen wir halt unseren Bürgenstand weiter nach hinten setzen. Das wäre jetzt aber auch nicht so das Problem. Das könnten wir eigentlich gleich mal tun. Machen wir das, dann bereiten wir das hier vor. Und dann können wir dann hier die große Halle hinsetzen, dass sie da noch ein bisschen mehr Entertainment haben. Falsch, darüber, Birke. Dann setzen wir hier das Birkenfeld hin und das reißen wir ab. So. Ist natürlich schon neu gesät, kein Problem, können wachsen, hauen wir weg. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch noch ein Projekt, dass wir die große Halle noch haben. Dann haben wir zumindest mal alle Ansprüche, glaube ich, soweit erfüllt. Forschung, wie sieht's aus? Sehr schön. Rüstungsmacher und Schilde. Ich würde erst auf die Schilde gehen wollen. Möbel 2, was haben wir denn da noch? Ah, da haben wir dann die Qualitätstische, okay. Nahrung haltbar machen, verpackte Mahlzeit. Aha. Wir gehen erst auf die Schilde. Danach kommt der Rüstungsmacher. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Holzschilde. Da auch mal 5 Stück bitte. Hat er denn schon die Schwerter? Naja, ist noch an den mechanischen Komponenten dran, okay. Das würde ich aber gerne wechseln, weil mir sind die Schwerter wichtiger. Sie haben es auch noch nicht geschafft, diesen Boden hier fertig zu machen, ne? Fühlt sich auch irgendwie keiner verantwortlich dafür. Benötigt die Ressourcen ein Holz, weil ich kein Holz habe. Ihr habt doch hier 1000 Stacks Holz rumliegen, Leute. Ohne Momente. Offene Feuer direkt neben dem Holzlager dann. Und zwar möchte ich mir hier einfach ein Holzlager bauen. So. Dann soll hier ein Holzboden oder Kalkstein? Ah, mal Kalksteinboden kommen. Schauen, dass wir den wieder unten bauen. Passt das? Ja, so. Und das Ganze noch überdachen mit einem Kalkstein-Schindeldach. Dann wird das nämlich unser Holzlager. Das Ganze noch erweitern hier rüber. Und ihr dürft hier hinlegen Holz. Zweige, mache ich Zweige gleich mit? Ne, mache ich nicht. Ich mache hier nur Holz. Rein Holzlager.
Dann können wir das nämlich hier wieder abwählen. Holz weg. Nach unten in das andere Lager. Flott gewechselt. Hier auch. Holz weg. Zweige. Ne, möchte ich auch nicht gelagert haben. Die Zweige können da einfach rumliegen lassen. Das ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig. Weil sonst geben wir echt zu viel Platz flöten. Der Kalkstein liegt immer noch hier, ne? Einfach unglaublich, dass sie den nicht aufgeräumt bekommen. Genauso wie die Kleidung. Also vom Transport her sind die gerade ein bisschen dürftig, muss ich sagen. Liebe Freunde, was ist denn da los? Hm? Mal die Prio auf 1 setzen. Hier auch mal die Prio auf 1 setzen. Hier auf die 2. Haben sie eigentlich schon meine Fenster hier aufgemacht? Auch das haben sie noch nicht hinbekommen. Sind auf offen. Haben sie auch noch nicht geschafft. Haben noch nicht mal geschafft, das Ding hier fertig zu bauen. Also ich frage mich gerade so ein bisschen, was die denn alles so machen. Das Essen liegt hier auch noch rum. Also anscheinend haben wir zu wenig Leute, ne? Muss man irgendwie mal ganz klar sagen. Wir haben einfach zu wenig Leute. So, für immer. Hier möchte ich das auch noch einstellen. Für immer bearbeiten. Brennstoff, ja, könnt ihr alles nehmen. Von mir aus. Die Leichen der Feinde verbrennen. Okay. Dann wäre das nächste Projekt hier die große Halle hinzubauen. Wenn der ganze Schund mal aufgeräumt werden würde und die Bäume hacken wir dann alle noch weg. Und dann bauen wir hier unsere große Halle noch hin. Das wäre, glaube ich, richtig schick, oder? Mir gefällt es. Also langsam, muss ich sagen, gefällt mir das Dorf. Ihr könnt mir auch gerne mal einen Screenshot von euren Dörfern schicken, wie ihr das so gebaut habt. Vielleicht habt ihr das auch komplett anders gebaut, wahrscheinlich. Und auch von, ich meine, jetzt aufgrund dessen, von der Gebäudestrukturierung her, dass ihr wahrscheinlich mit mehreren Ebenen arbeiten werdet, anstatt ich, dass ich halt alles... ja, ein bisschen in die Breite und ausgedehnter mache. Ist natürlich nicht platzsparend, meine Bautechnik, ne, das ist ja ganz klar. In die Höhe, wenn man schon die Möglichkeit hat, in dem Spiel nach oben zu bauen, dann kann man das natürlich auch gerne nutzen. Ja. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr das so seht, wie ihr baut, wie eure Denkensweise oder Vorangehensweise ist bei dem Spiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, im nächsten Video wird dann anstehen, dass wir die große Halle mal bauen. Raum erstellt, Schlafzimmer, sehr schön. Und ja, dann bin ich raus, verabschiede mich, danke fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid, abonnieren, Daumen nach unten oder nach oben, wie ihr möchtet. Daumen nach unten natürlich immer Feedback in den Kommentaren, wäre für mich natürlich wünschenswert. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und stabil. Bis dahin. Euer Solution.